Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein neues Auto, nämlich den Volvo EX30. Ja, der ist brandneu, wird gerade erst in Deutschland ausgeliefert. Und ich darf den heute fahren und nicht nur heute, ich darf ihn auch noch morgen fahren. Heute fahre ich den, wie heißt der, Twin Motor Performance. Also der mit den zwei Motoren in der Allrad-Variante und morgen fahre ich den Single-Motor. Beide jeweils mit dem großen Akku. Es gibt nämlich zwei Akku-Varianten. Also 69 Kilowattstunden hat der hier. Es gibt auch eine 51 Kilowattstunden-Version. Basiert ja auf der Geely-Plattform, genau wie der Smart Hashtag 1, Hashtag 3 und der Seeker X. Wird also verdammt spannend, was Volvo jetzt aus dieser Plattform gezaubert hat. Und ja, von den Ausmaßen ist er natürlich so ähnlich wie die beiden anderen, ist auch natürlich so ein Kompakt-SUV. Und wir fahren heute nicht nur durch Hamburg, sondern wir fahren heute eine Teststrecke, möglichst so 150 bis 200 Kilometer auf der Autobahn, um dann mal zu schauen, wie schlägt sich denn der neue Volvo, der EX30, mit der Reichweite, mit dem Verbrauch. Er soll ja hier in dieser Allrad-Variante 450 Kilometer WLTP-Reichweite haben. Das schauen wir uns natürlich genauer an. Es sind so winterliche 7 Grad draußen, es ist ein bisschen windig, typisch Hamburg. Und da muss der EX30 einfach mal zeigen auf der Autobahn bei Tempo 130, was er so drauf hat. Ich bin total gespannt, der Wagen gefällt mir auf den ersten Blick echt super. Und das wird mit Sicherheit ein super Test und ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Vor allem auch, ob der Single-Motor denn wirklich viel sparsamer ist als der Twin. Wird also ein spannendes Video, deswegen bleibt unbedingt dran. Ach, Leute! Der EX30, der drückt bei mir auf genau die richtigen Knöpfchen. Es ist genau so, wie ich mir das beim Auto vorstelle. Es ist wirklich eine reine Elektroplattform und sie haben so ein paar Sachen von Tesla abgeguckt. Sie haben natürlich ein paar Sachen selber pfiffig entwickelt. Das Ganze hier, dieses Infotainment-System, basiert auf dem Google Automotive-Betriebssystem. Das kennen wir schon von den älteren Volvos XC40 und Co. Und das hat ja nun wirklich viele Stärken. Es ist total flüssig, funktioniert einfach. Das Navigationssystem ist super, hat eine perfekte fast perfekte Ladeplanung, sagen wir mal. Und die Bedienung von dem ganzen System ist total super easy und das ist eigentlich auch schon alles. Wir haben nämlich nur diesen, was ist es, 15 Zoll oder so, diagonale Hochkant-Screen, wie so ein iPad mehr oder weniger. Und das war's. Also wir haben kein Tacho-Display. Das, was wir hier haben, ist nicht etwa der nochmal geschrumpfte VW-ID-Tacho. Nein, das ist sozusagen die Sensorphalanx, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu tracken. Denn es gibt ja mittlerweile extrem viele EU-Vorschriften. Dazu gehört halt dieser Aufmerksamkeitstracker, dazu gehört die Geschwindigkeitswarnung. Wenn man das Tempolimit um 2 km/h überschreitet, hat natürlich dieser Wagen auch. Kann man zum Glück alles natürlich auch abschalten. Und ansonsten ist es hier völlig puristisch. Es gibt hier keinerlei Knöpfe. Ja gut, stimmt nicht ganz. Es gibt noch Fensterheber und die befinden sich hier in der Mittelkonsole. Und oh Wunder, sie funktionieren sogar. Wer hätte das gedacht? Das ist schon mal witzig und ungewöhnlich. Ansonsten ist es hier sehr luftig. Und das gibt diesem Wagen doch irgendwie ein ganz anderes Raumgefühl. Also zum Beispiel der Smart Hashtag One basiert auf derselben Plattform, ist eigentlich ja mehr oder weniger gleich groß. Trotzdem wirkte das im Smart total gedrungen, wegen dieser mächtigen Mittelkonsole, die sich hier so rumzieht. Und hier ist alles luftig. Und jetzt kommt der Witz. Man kann das Ding erweitern, einfach hier drauf drücken und dann fährt hier der Cupholder raus. Ist das nicht cool? Dann kann man hier die Becher oder Flaschen oder sonst was reinstellen. Und damit nicht genug, man kann ihn auch halb einfahren, dann für den einzelnen Fahrer hat man hier einen Becher. Oder wenn man den Platz halt überhaupt nicht braucht, dann fährt man ihn wieder zurück. Das ist richtig pfiffig. Der Nachteil ist jetzt, dass dieses ganze Ding natürlich hier in der Mittelkonsole steckt und das hier kann man halt nicht aufmachen. Das ist nur eine Armablage. Und wenn man das nicht braucht, dann hat man hier wahnsinnig viel Luft. Und das Schöne ist, wir haben hier dann große Ablagen und es gibt sogar noch ein Geheimfach. Das kann man dann hier aufklappen. Da kann man dann nochmal was verstauen, sozusagen die zweite Ebene. Zack. Und wir haben hier Handyhalter. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so ähnlich wie bei Tesla. Hier ist es halt Hartkunststoff und hier haben wir eine Ladeschale. Da lege ich das Handy so rein. Die linke Seite vom Fahrer ist die Ladefunktion. Und das Komische ist, auf der rechten Seite haben sie keine Ladefunktion.
Also das verstehe ich jetzt nicht, weil ich meine, so teuer, so ein paar Kupferspulen da noch mit einzubauen, das kann es ja wohl nicht sein. Warum sie das jetzt nicht gemacht haben, ja, das müsste mal Volvo beantworten. Das mit dem Reinlegen kann allerdings nach hinten losgehen, denn dieser Wagen, der Twin Motor Performance, der hat eine Beschleunigung, also der kommt schon fast an mein Model S Long Range ran. Ihr erinnert euch, das Model S Long Range, das braucht 3,1 Sekunden von 0 auf 100. Und jetzt haltet euch fest, dieser Volvo EX30 hier, der Twin Motor Performance, braucht 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Leute, 3,6 Sekunden, das ist doch irre. Also Wahnsinn, was die aus diesem Wagen geholt haben. Und selbst der Single Motor, der kommt in 5,1, glaube ich, war es, Sekunden. Oder 2, lagert mich jetzt nicht auf die zehnte Sekunde fest, aber 5, irgendwas Sekunden von 0 auf 100. Also da bleibt doch kein Auge trocken. Ja, und vom Purismus her war es das also schon. Mehr gibt es hier nicht. Es gibt hier richtige Luftauslassschlitze. Das ist noch so, ja, Reminiszenz an die alte Designsprache. Also nicht irgendwie elektronisch hier über das Display zu regeln. Kommt bestimmt irgendwann nochmal im nächsten Facelift, sage ich mal voraus. Ja, und haben wir richtige Lenkstockhebel für Gangwahl, Scheibenwischer, Licht und so. Blinker natürlich und das war's. Also mehr zum Schalten haben wir nicht. Hier oben ist noch Licht. Ansonsten ein schönes großes Panoramaglasdach. Sieht echt super aus. Macht den Wagen total hell von innen, trotz dieses dunklen Himmels. Also mir gefällt es total gut. Und ja, Volvo möchte natürlich sehr nachhaltig werden in Zukunft. Und sie sind da mitten dabei im Prozess und verwenden hier in diesem Auto auch gerade für das Interieur sehr viele Recyclingmaterialien. Gerade so diese Kunststoffe, die hier drin sind. Also die Türverkleidung. Hartplastik, ne? Also das hier oben ist Hartplastik, das Blaue, also das ist schon, ja, es ist Hartplastik. Das Armaturenbrett ist so ein bisschen unterschäumt, aber das Hartplastik, das ist alles Recyclingkunststoff. Und auch an der Außenseite, an der Karosserie, wo es so diese schwarzen Kunststoffelemente gibt, das ist alles recycelter Kunststoff und ist auch nicht lackiert, damit man es vielleicht nochmal recyceln kann am Ende des Fahrzeuglebens. Also das finde ich eine gute Idee und eine gute Sache, dass sie das so machen. Es sieht natürlich nicht ganz so hochwertig aus wie irgendwas Weiches, Aufgeschäumtes und fühlt sich tatsächlich auch nicht so an. Aber ich muss zugeben, von der Haptik her ist es wirklich gewöhnungsbedürftig. Also sieht echt aus wie gepresste Kunststoffabfälle. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es fühlt sich wirklich so ein bisschen so an. Ihr kennt ja vielleicht noch diese Zaumpfähle aus alten Kunststoffabfällen gepresst. Volvo, sorry, aber es fühlt sich wirklich so ein bisschen so an und sieht auch so aus. Aber ich will da gar nicht meckern. Also nachhaltige Materialien, recycelter Kunststoff, es ist halt okay. Wenn man das möchte, dann sollte man sich auch nicht beschweren. Kurze Unterbrechung und kleiner Hinweis auf die THG-Quote, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn ihr euch für dieses Jahr noch nicht auf einen Anbieter festgelegt habt, dann würde ich euch empfehlen, mal einen Blick auf Carbonify zu werfen. Die werben nicht mit irgendwelchen unrealistischen Bis-zu-Versprechen, sondern haben ein ganz klares Dreier-Prämien-Modell und mit dem könnt ihr garantiert rechnen. Da ist die Express-Prämie, da ist Classic oder Bonus, wo ihr das Maximum rausholen könnt. Dafür ist da die Wartezeit länger. Und dazu gibt es auch noch mal 10 Euro on top für Neukunden. Schaut euch doch mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Allein die extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen spricht doch schon für sich, würde ich sagen. Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt, THG-Quote mache ich über Carbonify. Weiterer Gag hier, der Hebel zum Aufmachen der Tür. Es ist wirklich so ein mächtiger Griff. Und dann hat man hier die Armlehne. Kann man es wieder zuziehen, ist auch super Höhe, finde ich. Also die Arme hier liegen echt bequem. Also mir gefällt es total gut. Auch die Sitze hier in dieser Version mit dem Kunstleder und diesem blauen, ja, es ist sowieso Turnschuhstoff. Hier natürlich die schwedische Fahne. Also das sieht geil aus, fühlt sich gut an. Sitze sau bequem. Seiten halt für mich mehr so ein schmalerer Typ, passt perfekt. Also ja, viel besser kann ich es mir nicht vorstellen von den Sitzen. Und diese ganze Keyless Entry Geschichte hier bei Volvo, ne? Also ich würde sagen, besser geht es einfach nicht. Sie haben es ein paar Sachen von Tesla kopiert. Also zum Beispiel haben sie hier eine Keycard, ist eben auch wie so eine Kreditkarte, die kannst du hier an den Mittelholm halten, dann geht das Auto auf. Oder du hast hier so ein Surf Key. Wo habe ich ihn denn? Irgendwo in der Jacke, keine Ahnung. Sieht aus wie so eine Streichholzschachtel, zugegeben, ist jetzt nicht wahnsinnig sexy gestaltet.
aber hast du in der Tasche und dann kommst du zum Wagen, er schließt automatisch auf und du gehst wieder und er schließt automatisch zu. So möchte man das. Oder dritte Version, und das ist natürlich das Geilste überhaupt, Handy als Schlüssel, das ist einfach der Trend. Und wer das heute noch nicht hat, ja, der sollte sich mal überlegen, ob er das nicht mal langsam einführt. Weil das ist einfach so bequem. Du hast das Handy immer in der Tasche und musst nichts machen. Du kommst einfach zum Auto, steigst ein, fährst los, bist fertig, steigst aus, gehst weg. Ja? Und du musst dich um nichts kümmern. Das ist einfach so, wie man das haben möchte. Und durch das Google Automotive Betriebssystem haben wir natürlich alle möglichen Apps, die wir uns runterladen können, also aus dem Google Play Store. Wir haben jetzt schon hier drin einen Browser, wir haben YouTube hier drin. Es gibt natürlich Spotify, diverse Radio-Apps, Medien etc. Also da bleiben auch keine Wünsche offen und das ist dann im Prinzip genau dieses Entertainment, was man während der Ladepause haben möchte. Und apropos Laden, wir haben ja jetzt hier in dieser Version die 69 Kilowattstunden Batterie, die ist 64 Kilowattstunden netto groß, also das kann man nutzen. Und diese 5 Kilowattstunden sind Puffer, ist auch ein sehr großer Puffer, wunderbar. Ladegeschwindigkeit hier bis zu 153 kW und 11 kW AC. Und es gibt eine 22 kW AC Option, die man per Aufpreis dann dazu konfigurieren kann. Dann lädt der Wagen hier wirklich mit 22 kW an Wechselstrom. Und das ist richtig geil, auch gerade mal für die Stadt zum Einkaufen, mal eben 2 Stunden irgendwo shoppen und dann ist der Wagen mehr oder weniger fast wieder voll. So, dann gucken wir mal, wie es hier hinten aussieht. Also der Einstieg ist ein bisschen eng, weil die Tür geht auch nicht so weit auf und der Holm ist hier ein bisschen niedrig, weil das Dach ist so ein bisschen flach runtergezogen. Kniefreiheit, ja, ist schwierig. Also ich sitze jetzt hinter mir selber mehr oder weniger. Also 1,82 hinter 1,82 und die Knie stoßen schon an den Sitz. Ich habe jetzt zwar noch ein bisschen Spielraum, also es ist nicht ganz eng, aber es ist knapp. Auch die Füße passen gerade so unter den Sitz, gerade so. Kopfstütze ist auch okay von der Höhe für mich jetzt. Schade ist, dass ich keine Mittelarmlehne habe. Kann ich halt auch nichts ausklappen zum Arm auflegen. Cupholder auch Fehlanzeige. Der Purismus von vorne setzt sich hier hinten eigentlich 1:1 fort. Ich habe hier sonst auch nichts außer 2 Fensterheber. Die sind auch hier in der Mitte. Und dann noch USB-C-Anschlüsse zum Laden. Und dann ist hier noch eine Schublade, die ich rausnehmen kann. Ja, ist ganz witzig. Fällt mir jetzt kein Zweck ein, wozu ich das brauchen könnte. Aber gut. Da ist auch übrigens ganz witzig so ein Schwedenelch drauf, also der chinesische Schwedenelch, ne? Kennt ihr ja. Auch diese schönen Tannen, diese schwedische Landschaft mit Wolken. Und das sieht aus, als würde das regnen, also Move Electric Wetter. So, der Kofferraum. Dazu haben wir hier einen Taster, dann geht er auf, elektrisch. Und dann haben wir hier 318 Liter. Ja, das ist gar nicht mal so viel. Das ist aber exakt das Gleiche, was zum Beispiel im Smart Hashtag One der Fall ist. 318 Liter und eine asymmetrisch teilbare Rückbank im Verhältnis 2:3. Wenn wir die umlegen, die Sitze, dann haben wir 904 Liter. Das Gute ist aber, dass man diesen Boden, der doch relativ eben ist jetzt noch, dass man diese Platte erstens komplett rausnehmen könnte. Dann hätten wir hier noch fast 15 cm mehr Tiefe und noch so ein kleines Minifach, wo auch, was weiß ich, Warndreieck oder Warnweste Platz hat. Das ist ganz schön. Und man kann diesen Boden aber auch so einbauen, dass er hier unten dann einen neuen Boden bildet, quasi ganz unten. Und dann ist der Kofferraum einfach noch ein bisschen höher, sodass man zum Beispiel unseren Hund, die Myla, könnte man dann hier super transportieren. Das würde wunderbar passen. Dazu muss man das natürlich rausnehmen, die Hutablage, aber das würde passen, auch fürs Gepäck. Naja, okay, 318 Liter, also ich sagte ja gerade 4 Erwachsene, das wird knapp. Aber wir haben noch einen Frunk, tatsächlich, und der ist gar nicht mal so groß. Und das meine ich nicht ironisch, denn der ist gar nicht mal so groß, der ist nämlich nur 7 Liter. So, und bevor uns der Hamburger Stau voll erwischt, der Elbtunnel ist nämlich mal wieder gesperrt dieses Wochenende, fahren wir mal los auf unsere Strecke. Es geht Richtung Norden. Nach Lübeck und das ist wirklich das erste Mal, dass ich diesen Wagen überhaupt bewege und ich bin echt gespannt, was mich hier erwartet. Ja, der EX30 liegt gut am Gas, wie man so schön sagt, also mit seinen 3,6 Sekunden, das ist schon der Hammer. Und Volvo hat sich gedacht, was Tesla kann, können wir schon lange und die haben auf alles verzichtet, was nicht unbedingt nötig ist. Wir haben hier zwar Tasten für die Scheiben zum Hoch- und Runterfahren, die sind übrigens hier in der Mittelkonsole, ganz ungewöhnlich, aber in der Tür war irgendwie kein Platz scheinbar.
Und sonst haben wir nur ein Zentraldisplay. Und das war's. Und das Zentraldisplay ist auch noch hochkant. Also da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Das Doofe ist halt jetzt für meine Begriffe, dass auch die Navi-Karte jetzt erstmal nur so eine Kachel hier ist und nicht das ganze Display ausfüllt. Vielleicht kann man das noch irgendwie einstellen, muss ich noch mal sehen. Also man bekommt das Navi ein bisschen größer, wenn man hier auf das Home-Symbol klickt. Dann verschwinden die Kacheln für Medien und für Telefon. Dann ist es ungefähr, weiß ich nicht, 15-20% höher. Das ist ganz okay. Dann haben wir hier oben natürlich noch die Geschwindigkeitsanzeige und auch so eine optische Visualisierung von dem Verkehr mit den Autos. So ein bisschen wie man das von Tesla kennt, dass neben einem die Autos angezeigt werden. Und hier unten haben wir noch so ein paar Shortcuts für Rückfahrkamera, Scheibenwischer, Handschuhfach öffnen, Bluetooth und Telefon und hier ist halt die Klimasteuerung. Und der Vorteil ist natürlich, dass dieses System sauschnell reagiert. Also da gibt es gar nichts. Also von wegen irgendwie warten auf was, das ist hier nicht. Das reagiert instant, so wie man das eigentlich vom Smartphone oder so gewöhnt ist. Und dadurch, dass wir auch kein Tacho-Display haben, sondern nur dieses Zentraldisplay, finden hier alle Informationen statt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie mein aktueller Verbrauch ist, dann muss ich hier auf dieses Autosymbol klicken. Dann bekomme ich hier mein Auto angezeigt. Oh, ich kann auch hier One Pedal Drive aktivieren und deaktivieren. Hier ist übrigens die Tempolimit-Warnung, die schalte ich mal ab. Und hier kann ich bei Fahrzeugstatus, sehe ich dann hier Fahrinformationen. Und dann bin ich da, wo ich meine Verbrauchsdaten sehe. Hier auch mit einer wahnsinnig fancy Kurve mit rot und grünen Zickzacklinien. Aktueller Verbrauch 27,7 wird mir gerade angezeigt. Heieiei. Gut, das ist nur eine Momentaufnahme. Die aktuelle Leistungsaufnahme halt. Und hier sind mein Trip seit dem letzten Zurücksetzen oder aktuelle Fahrt, kann ich dann ablesen. Und wir sind noch nicht so lange unterwegs in der Stadt. Aktuell liegt der Verbrauch nach rund 4 Kilometern bei 20,5. Das ist noch okay. Ich fahre auch recht zügig, muss ich zugeben. Und die Hamburger Autofahrer hier in der Stadt, auch die fahren sehr zügig, denn ich schwimme eigentlich nur mit dem Verkehr mit. Und bin jetzt schon wieder bei viel zu schnellen 56 km/h, weil ich ja nur mitschwimme. Ich will ja kein Verkehrshindernis sein hier. Also, was lernen wir daraus? In Hamburg 50 km/h ist mehr so eine Empfehlung anscheinend. So, ich muss auch sagen, fahrwerktechnisch, jetzt hier in der Stadt in Hamburg, das fühlt sich alles super an. Also der Wagen ist etwas straff, aber überhaupt nicht unangenehm. Sehr komfortabel für diese Größe. Man sitzt ja auch ein bisschen höher. Hat ja auch schon so ein bisschen SUV-Gefühl hier drin. Und dafür ist das Fahrwerk unglaublich ausgewogen. Also Volvo typisch. Ich habe ja schon öfter Volvo gefahren. Und vom Fahrwerk war ich eigentlich immer begeistert. Und das ist hier beim EX30 nicht anders. Gefällt mir echt gut. So, jetzt haben wir die Assistenzsysteme eingeschaltet. Hier ist natürlich alles drin in dieser Ultra-Variante. Adaptiver Tempomat, Spurwechselassistent, Spurhalteassistent, Querverkehrswarner, wie gesagt, Müdigkeitserkennung etc. pp. Das nennt sich hier auch Pilot Assist bei Volvo natürlich. Also jeder Hersteller hat ja so seinen eigenen Namen dafür. Funktioniert bis jetzt richtig gut. Beim ersten Einschalten hat er sich noch so ein bisschen orientiert. Aber jetzt funktioniert es klasse, muss ich sagen. So, jetzt sind wir auf der A1, fahren Richtung Lübeck und ich bin doch wieder mal begeistert von der ganzen Geräuschdämmung hier. Es ist jetzt bei 120 sehr ruhig hier im Auto. Wir haben ein bisschen Windgeräusche, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, es ist doch etwas windiger heute. Also Leute, ich fahre diesen Wagen ja heute das allererste Mal, habe mich natürlich vorher über das Auto informiert, aber konnte vorher keinen einzigen Blick reinwerfen, habe vorher noch nie dieses System benutzt, geschweige denn diesen Wagen irgendwie bewegt. Und trotzdem muss ich sagen, man steigt hier ein, man fährt los und kennt sich irgendwie sofort aus. Kein langes Rumgesuche, wo ist hier welche Funktion, das ist geil. Aber das Puristische mit diesem Pad senkrecht hier in der Mitte, also ich mag das. Das ist genau mein Ding. Aber das mag natürlich nicht jeder. Deswegen würde ich auch sagen, das ist ein Auto, was auch die Jüngeren anspricht, ist ganz klar. Und auch vom Preis natürlich, der beginnt ja bei 36.500, rund 51 Kilowattstunden. Und ist damit in der Range wie mehr oder weniger alle Stellantis-Autos. Die haben ja in der Regel zurzeit den 54 Kilowattstunden Akku. Und ob das jetzt ein Mokka ist von Opel oder der Jeep Avenger oder der Fiat 600 oder Peugeot 2008. Und da ist auch der Preis hier vom Volvo in dieser Range. Und diese Ausstattung, das ist die Ultra-Ausstattung mit allem, was es gibt,
Da liegen wir dann doch eher bei 53.000. Also das ist schon noch ein bisschen anderer Schnack hier. Ja, Anhänger kann man hier auch ziehen mit dem EX30 bis zu 1600 Kilo. Das ist auch super, kostet aber wie gesagt Aufpreis. Ja, wer die maximale Reichweite haben will, der sollte dann zum Single-Motor greifen, weil die ist dann ungefähr noch 30 Kilometer höher wie WLTP, ja, genauer gesagt 26 Kilometer. Wir fahren jetzt inzwischen übrigens eine Zeit lang schon 130, sind jetzt knapp 50 Kilometer unterwegs und liegen bei 23,8 im Durchschnitt. Spitzengeschwindigkeit im EX30 ist übrigens bei 180 km/h. Das finde ich richtig gut. Nicht, dass sie das schon bei 160 oder so abregeln wie andere Hersteller. Da ist Volvo doch ein bisschen mutiger. Der Tempomat, den man hier nutzen kann, also Pilot Assist, der ist leider nur aktiv bis Tempo 130. Das wiederum finde ich ein bisschen zu wenig. Man muss sich das mal vorstellen. Dieser kleine Crossover-SUV hat irgendwie 315 kW Leistung, 428 PS, 543 Newtonmeter Drehmoment und 3,6 Sekunden. Ich komme da immer noch nicht drüber weg. Das ist so abgefahren. Das ist ganz interessant. Man sieht, wo ich angefangen habe, den Wagen zu fahren. Das ist quasi hier gewesen. Und bevor ich den Wagen gefahren habe, waren die roten Zacken viel höher. Seitdem ich den Wagen fahre, sind die viel niedriger. Also es ist wirklich scheinbar individueller Fahrstil hier. Und meine Vorgänger haben den Wagen doch irgendwie mehr getreten als ich scheinbar. So, jetzt exakt 100 Kilometer. Jetzt sind wir bei 24,0 gerade. Das ist ja das Höchste, was wir bisher hatten. 56%. Das heißt, wir haben 34% Verbrauch bei 100 Kilometer. Das würde dann ja mal 3 wirklich knapp den 300 Kilometern entsprechen, die wir heute kommen würden bei dem Wetter und dieser Fahrweise. Das ist ja super wert für 64 Kilowattstunden Akku und so kühlen Temperaturen. Also ich finde das richtig gut. Wenn ich jetzt was zum Laden ansteuern will, dann drücke ich hier auf das Blitzsymbol und sehe dann hier Ladesäulen entlang der Strecke. Die nächste ist Ionity. Mal gucken, wenn wir dahin navigieren. Ah ne, die ist woanders, die will ich nicht. Die hier, genau, die ist an der A1, Budikate Ost. Da fahren wir da doch mal hin. Und da sagt er, dass wir mit 24% ankommen. Das sind auch noch knapp 100 Kilometer von hier aus. Das passt doch super. So, und hier ist die Abfahrt, Lensahn, da machen wir jetzt die Wende. Nach rund 100 Kilometer und dann geht es nochmal 100 Kilometer zurück zur Ionity. Das heißt, wir haben insgesamt dann knapp 200 Kilometer gefahren. Jetzt fängt es natürlich an zu nieseln, ist klar, ne? Selbst hier bin ich davor nicht verschont. Ich dachte, es ist immer nur zwischen Bremen und Bremerhaven. Aber wieder liegt der Wagen, ne? Das ist wirklich mega. Und dann das Rausbeschleunigen. Das ist der Hammer. Yes, man. Oh, ein bisschen zu schnell. 150, das wollte ich gar nicht fahren heute. Also es geht so schnell hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der Wagen zaubert einem auch wirklich so ein Grinsen aufs Gesicht. Das ist eigentlich das Tesla-Grinsen. Das ist ab sofort das Volvo-Grinsen. So, in 12 Kilometer sind wir dann bei Ionity. Wir haben jetzt im Moment 170 Kilometer auf dem Tacho. 24,5 Kilowattstunden. Doch, also es ist doch nicht weniger geworden, trotz etwas Rückenwind. Ja, mit 23% kommen wir dann am Lader an und dann ist es doch ein guter SoC, um mal zu gucken, wie die Ladeleistung dann in der Realität ist.
Ja, Leute, 160 kW in der Spitze ist wirklich der Wahnsinn. Mehr als Volvo versprochen hat und dann 8 Minuten, um bis 50% zu laden, von 23% gekommen. Das ist schon richtig schnell und so macht das wirklich Spaß. Wir sind jetzt bei 55%. Jetzt ist die Ladeleistung natürlich ein bisschen geringer geworden. Mal sehen, also bis 80%, das ist ja die Zeit, die maßgeblich ist immer und wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr laden. Aber ich muss zugeben, der Wagen macht einfach tierisch Spaß. Es macht Bock, den Wagen zu fahren. Er fährt sich unheimlich handlich, ist total agil, sehr ruhig, unglaublich spritzig. Fahrwerk ist erste Sahne, die Sitze sind gut hier. Also ich weiß nicht, was ich an diesem Wagen groß kritisieren soll. Höchstens den mangelnden Stauraum, aber bei der Größe von 4,20 Meter ist wahrscheinlich da nicht mehr zu machen. Schön wäre gewesen, wenn sie wie beim Smart hinten die Sitze vielleicht verschiebbar gemacht hätten, dass man das ein bisschen erweitern könnte im Kofferraum. Ansonsten hier die ganze Verarbeitung, die Materialien, die zwar viel Hartplastik sind, aber ganz hochwertig aussehen eigentlich. Und eben, man muss dem zugutehalten, dass da auch viel Recyclingmaterial dabei ist, gerade im Kunststoffbereich. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht immer nur neue Sachen verbrauchen und dann wegschmeißen, sondern wir wollen ja auch benutzte Sachen, gerade auch im Kunststoffbereich, wiederverwenden. Das macht es einfach nachhaltiger. Und wenn wir das wollen, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn das gemacht wird und dann es eventuell nicht so toll nach Leder aussieht, sondern eben ja, nach recyceltem Kunststoff. Und hier ist es so ein bisschen der Fall. Aber das kann man einfach nicht kritisieren, sondern im Gegenteil, das muss man eigentlich loben. So, jetzt sitze ich hier im Single-Motor. Es ist im Prinzip die gleiche Ausstattung, nur dass er nur einen Motor hat, nämlich Heckantrieb, kein Allrad. Hat auch ein bisschen weniger Leistung. Wir haben hier nur 200 kW, also sind 272 PS, 343 Newtonmeter. Und die Beschleunigung ist nicht 3,6 Sekunden, sondern 5,3 Sekunden. Ja, also immer noch mega ausreichend. Und wir fahren heute ja mehr oder weniger mal die gleiche Tour. Es ist nämlich ein neuer Tag. Eventuell habe ich heute wieder Regen. Das ist zumindest vorhergesagt. Ich bin mal gespannt, ob wir den mitnehmen. Und ich möchte natürlich wissen, ob die Verbrauchswerte hier von dem Single-Motor irgendwie erkennbar signifikant geringer sind als beim Twin. Sollten sie zumindest sein, denn er hat auch eine höhere WLTP-Reichweite. Liegt bei 475 Kilometer. Ja, und das finden wir heute raus. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch 98% im Akku. 465 Kilometer wird angezeigt. Also es ist mehr oder weniger die WLTP-Anzeige hier. Dann denke ich mal, es geht los. Heute ist Sonntag. Das heißt, in Hamburg im Verkehr ist erstmal nicht ganz so viel los. Das heißt, wir sollten ganz gut durch die Stadt kommen zur Autobahn. Und auf der Autobahn selber ist auch noch recht früh, sollte das eigentlich auch alles frei sein. Die restliche Ausstattung hier vom Auto ist mehr oder weniger die gleiche. Der Wagen ist allerdings ein bisschen günstiger, weil eben ein Motor fehlt. Das sind nämlich ganze 3000 Euro, die das ausmacht. Das ist schon eine Hausnummer. Also hier, so wie er hier steht, mit der Sonderausstattung. Also es ist nicht viel Sonderausstattung. Aber die er hat, das ist die Farbe. Das sind verdunkelte Scheiben hinten. Und das sind hier sind Winterpaket für Sitzheizung etc. Das sorgt dann dafür, dass dieser Wagen rund 50.000 kostet. Ansonsten, Beschleunigung ist ein bisschen geringer natürlich und durch diesen einen Motor, so ein permanent erregter Synchronmotor hinten, da sollte er einfach auch ein bisschen weniger Verbrauch haben. Stadtverkehr, obwohl ich jetzt wirklich zügig fahre, haben wir 18,9 im Moment. Und wie gesagt, es ist regnerisch und wir haben es wieder 7 Grad, genau wie gestern. So, jetzt befinden wir uns auf der Rücktour. Wir sind 90 Kilometer unterwegs oder sogar ein bisschen mehr. Mal gucken, was wir für einen Verbrauch haben. Ich lange nicht mehr raufgeguckt jetzt hier. Ah, 23,3 Kilowattstunden nach 94 Kilometer. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen besser als gestern. Minimal, also ja, vielleicht eine halbe Kilowattstunde momentan. Und wir haben immer noch so ein bisschen Nieselregen. Wir sollen laut Navi mit 39% wieder in Hamburg ankommen. Das sind jetzt noch 87 Kilometer zurück und aktuell haben wir 66% im Akku und 316 Kilometer angezeigte Reichweite. Aber diese Reichweite hier ist ja eigentlich nur die WLTP-Angabe und leider nicht irgendwas Berechnetes. Von daher ist die relativ ungenau. Ich habe jetzt auch den Ionity-Schnelllader wieder eingeplant in die Route, so wie gestern, obwohl wir jetzt nicht laden werden. Ich werde also weiterfahren.
Aber er soll ja den Akku ein bisschen vorkonditionieren und dadurch geht ja ein bisschen Energie verloren. Das heißt, der Verbrauch müsste steigen. Und um diese Bedingungen gleichzuhalten, habe ich natürlich das hier auch eingeplant. So Leute, wir sind wieder in Hamburg angekommen nach exakt 181 Kilometern, 181,5 um genau zu sein. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von, jetzt haltet euch fest, 22,6 Kilowattstunden gehabt am Ende. Also ich bin wirklich etwas überrascht, dass er das am Ende wirklich noch so rausgeholt hat und das, obwohl der Regen am Ende immer schlimmer geworden ist. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, wir haben 37% noch im Akku, das heißt, wir haben 61% verfahren für die 181 Kilometer. Das heißt, die Reichweite hier heute bei dem Wetter, dieser Fahrweise, den Temperaturen, die liegt bei ziemlich genau 300 Kilometer. Und das sind dann fast 10% mehr Reichweite. Also man merkt, der Single-Motor ist einfach deutlich reichweitenstärker, hat einen geringeren Verbrauch. Das spielt er aber in der Regel nur auf Langstrecken aus, wenn eben alles auf Betriebstemperatur ist, sowohl der Akku als auch der Motor. Und wir haben hier ja auch den Ladestopp quasi mit eingeplant. Das heißt, Akkuvorheizung hätte stattfinden müssen. Kann man ja nicht kontrollieren, wird auch nicht angezeigt hier. Aber die Bedingungen waren im Prinzip gleich, mit dem Unterschied, dass ich zum Laden nicht rausgefahren bin. Also als Fazit dieses Vergleichs ist für mich ganz klar, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat einfach für die, die auf Reichweite Wert legen, der Single-Motor. Ja, und die Ausstattungsvariante, da müsst ihr euch natürlich entscheiden, was ihr alles für Annehmlichkeiten haben möchtet. Ich sitze ja hier in der Ultra-Version, das ist auch die teuerste. Und mit dieser Vollausstattung, also fast alles, was es so gibt, außer Anhängerkupplung, da liegen wir hier so rund bei 50.000 Euro. Und das ist natürlich auch schon eine Menge Holz, aber Volvo steht eben auch für Hochwertigkeit, für Wertigkeit, für Solidität, für Sicherheit. Und all das strahlt dieser Wagen auch aus, obwohl es ja quasi jetzt der Einstiegs-Volvo ist. Aber es ist einfach von diesem Segment der kleineren Kompakt-SUVs meiner Meinung nach das beste Paket, was man momentan kaufen kann. Ja, also wenn ihr euch für dieses Segment Kompakt-SUV interessiert, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, schaut euch den EX30 an. Aktuell bei der Markteinführung sind gerade 1500 Stück davon in Deutschland bei den Händlern zur Probefahrt für euch. Und ihr könnt den Wagen dann bis zu 24 Stunden ausleihen und den Wagen dann mal so richtig kennenlernen. Also das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und wenn euch mein kleiner Test gefallen hat, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir fürs Video einen Daumen nach oben gebt und lasst mir gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.